Karl-Heinz Rummenigge hat vollkommen recht, das ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Und so wie die Vereine und die Verantwortlichen da reagiert haben, auch mit ihren Statements, die sie denn gegeben haben, muss ich sagen, war fantastisch. Aber jetzt muss natürlich, jetzt ist der DFB und die DFL in der Verantwortung, eben die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Es gärt ja schon länger in den Stadien, auch in Europa, Rassismus, Antisemitismus. Hertha Berlin, Turaniga, der Spieler, das sind alles so Dinge, die da eine große Rolle spielen. Und wenn man sich das anguckt, was zeitgleich in Dortmund mit Sprechchören begann und dann auch in Hoffenheim mit den Plakaten und das auch noch angekündigt hat, da frage ich mich immer, wie kommen die mit diesen Riesenspruchbändern da auch ins Stadion rein? Und dann maskieren sie sich noch, dann wollen sie nicht gesehen werden. Also ich weiß nicht, ob es 50 oder 100 sind oder 150. Man muss mit aller entschiedenen Härte dagegen vorgehen. Das ist das Entscheidende, was man jetzt machen muss. Und zwar in der Solidarität der Bundesliga, aber auch mit Übergreifen mit den ganzen europäischen großen Ligen. Warum sie auf Dietmar Hopp losgehen, kann ich nach wie vor nicht verstehen. Er macht so viel für einen guten Zweck. Er gibt so viel privates Geld für Fußballvereine, für gute Zwecke. Und es tut mir richtig leid, wenn du gestern gesehen hast, wie der Dietmar Hopp da gestanden war, ist auch so ein bisschen verloren. Ich meine, das war toll, wie Kalle dann da hingegangen ist. Aber ich glaube, innerlich hat es so richtig gebrodelt in Dietmar Hopp. Und es ist ja eigentlich, ich glaube, die Zündung war ja Borussia Dortmund, die es ja seit Jahren machen. Und jetzt kommen sie und sagen, jetzt müssen wir, das hätten sie vor Jahren schon mal machen müssen, energisch dagegen vorgehen. Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Die haben die letzten Jahre einfach zu viel Macht im Fußball gekriegt, weil die Vereine natürlich auch davor Angst haben. Sie unterstützen im Sinne des Fußballs ja nicht den Verein, sondern sie sind ja eigentlich gegen den Fußball, die Ultras. Und da muss man einfach ansetzen bei den Ultras und die musst du einfach aus den Stadien rauskriegen. Mir ist gestern im Internet, ich habe dann viel bei Twitter und so gelesen, dass mir ein bisschen zu viel abgewogen worden, warum jetzt hier unterbrochen, warum nicht schon da und dort. Ich finde, man muss einfach sagen, gestern war dann mal der Tag X erreicht, wo es einfach zu viel war. Und ab jetzt muss sich natürlich der DFB und die DFL müssen sich daran messen lassen, künftig. Wenn natürlich dann wieder ein schwarzer Spieler beleidigt wird, wenn irgendwelche anderen Beleidigungen kommen, dann muss genauso gehandelt werden wie gestern. Es darf kein Milliardär beleidigt werden in einem Stadion, es darf kein Schwarzer beleidigt werden, es darf überhaupt niemand beleidigt werden. Das ist eine Zäsur gestern gewesen. Ich denke mal, vieles war in allen Nachrichtensendungen, es ist rauf und runter gelaufen im Internet sowieso. Und der DFB ist der größte Sportfachverband der Welt. Und der muss jetzt tatsächlich seine Chance und auch seine Macht nutzen, um da nicht nur den Drei-Stufen-Plan umzusetzen, sondern mit verschiedenen Optionen. Es gibt ja verschiedene Wege. Du musst immer in der Demokratie das Gespräch mit den Fans suchen und dann mit den Fanverbänden natürlich, um irgendwie eventuell auch noch an die Ultras ranzukommen. Ein paar wirst du nicht kriegen, aber es gibt in der Gruppe immer welche, die gesprächsbereit sind. Glaubst du, da gibt es keinen Austausch? Doch, den gibt es, aber den muss man stärker suchen natürlich jetzt. Die Besonderheit, die hier ist die Entwicklung der Ultras. Die Ultras ist eine Gruppierung geworden, die sich zusammensetzt aus jungen Menschen, die eine gewisse Vereinsamung erfahren in ihren Familien, am Arbeitsplatz und die ein Gemeinschaftsgefühl nur entwickeln können im Zusammenhang mit dem Bundesliga-Trikot und mit dem samstaglichen Spieltag. Und hier bildet sich dann ein Chorgeist, der dann noch bestärkt wird, wenn man oppositionelle Themen hat. Man muss Feindbilder haben, um diesen Chorgeist zu stärken. Und an diesen Feindbildern arbeitet man sich ab. Ob das DFB, DFL ist, ob das Dietmar Hopp ist oder ob das Stefan Effenberg oder wer auch immer dazu herhalten muss. Und ich glaube, dass das Hauptproblem ist. Und denn auch mit Stadionverbot einen Ultra zu belegen, das ist, als wenn man ihn adelt in ihrem eigenen Kreis. Und in Dortmund rufen, wenn man so will, Tausende, Dietmar Hopp und so weiter. Das heißt, man muss virulent diese Kerngruppe erfassen und muss mit ihnen Regelungen treffen. Wenn es nicht zu machen ist, müssen sie raus. Wenn sie sich an die Regelungen halten, sollte man ihnen eine Bewährungschance geben. Aber so geht es nicht weiter. Und wir, die handelnden Personen, hat Karl-Heinz ja auch gesagt, müssen einfach mehr Mut haben. Ich mach mir selber doch auch den Vorwurf. Ich hätte sie in Frankfurt oder wie auch immer, wenn Geldstrafen gekommen sind, Platzsperren kommen, hätte ich ja auch sagen können, diese Gruppierung bekommt keine Jahreskarten mehr. Aber man hat sich dann doch immer wieder dazu entschlossen, weil ja auch Choreografien und auch tolle Dinge von diesen Jungs kommen, immer wieder entschlossen, sich auf die Kommunikation zurückzuziehen. Aber wir sehen, es macht am Ende keinen Sinn.